Was ist denn hier passiert? Wir spielen das wirklich weiter? Ich musste Ricarda zwar 5-mal verprügeln und ihm Keller einsperren, bis sie nach einem Monat gesagt hat, ja, okay. Aber wir spielen weiter. Meistens, wie es ist, hat er jetzt noch was vergessen einzustellen, aber dann kann die Ricarda euch währenddessen unterhalten. Seit wann nennst du mich denn so? Was ist denn falsch mit dir? Nee. Ich habe Ricarda gesagt. Nee. Und gerade hast du komplett meinen Namen gesagt. Ist das denn jetzt schlimm? Naja, wollte dich gerade fragen, was ich denn angestellt habe. Naja, du warst ja nicht ohne Grund im Keller. Ach so, ja. So, jetzt habe ich auch die Kamera. Aber ich arbeite mich doch gerade wie aus dem Keller raus. Naja, dazu musst du erstmal beweisen, wie du jetzt God of War spielst. Gar nicht. Du spielst nämlich weiter. Nee. Große Überraschung. Surprise. Du spielst das, was er nicht kommentiert hat hier. Nee, das nächste Spiel, was ja kommt, spiele ich dann wieder. Rocket and Clank. Ja, ich soll das auch mal probieren. Ich soll das auch mal probieren. Ja, ja, klar, aber das werde ich wahrscheinlich auch grundlegend sehr viel ich spielen. Ist gerade noch keine Heimstream. Deswegen darf ich das noch machen. Ich würde dich gerade ein bisschen zur Weiß rein. Soweit hast du mich schon, da brauchst du nicht noch ins Mikro atmen. Ha! Hi DMS! Hallo! Wieso sitze ich eigentlich? Hast du den Stuhl höher gemacht? Ich sitze so hoch. Ich glaube, ich habe ihn ein ganz klein wenig wie höher gemacht. Wie konntest du den denn höher machen? Das sind Bürostühle, die man in der Höhe verstellt. Ja, aber ich dachte, hier ist doch nie ein Schalter gewesen. Nee, aber auf der anderen Seite. Ich erforsche meinen Stuhl. Solange du nicht in der Toilette rumpunschst. Was? Ich mache die sauber. Alle vier. Ja, sie hat es nicht verstanden. Du erforschst deinen Stuhl. Ja, nee, den habe ich nicht begriffen. Nee, hier ist doch ein Hebel nicht wie sonst. Nee, der ist für was anderes. Das merke ich doch. Der hier ist. Der, da soll das ja sein. Oh ja! Guck mal! Ich erhebe mich aus der Gruft! Oder ich falle? Was? Ich falle! Oh komm, schön langsam! Ich bin aber auch immer auf der niedrigsten Stufe, das hat mich letztes Mal schon wenig. Dabei soll man ja 90 Grad. Ist das so gut? Wenn das für dich okay ist. Naja, für dich müsste jetzt die Höhenordnung sein, bildlich. Warte, du bist der Grafiker. Dazu mache ich nur das. Danke, danke, danke. Ich komme mir jetzt so erhaben vor. Du hast dringend einen neuen Stuhl. Du sagst dir irgendwie, nehm mir total ein. Nee, es wirkt halt, als würde ich so einen Holzstuhl bekommen, weil man sieht meinen Stuhl nicht, wirklich. Weil vor allen Dingen, dein Stuhl war mal so der tolle Bürostuhl, der Gaming-Stuhl. Der hat damals schon nicht viel gekostet. Und du hast ja jetzt, oder willst ja jetzt einen neuen besorgen, aber ja, der wird auch nicht sehr viel größer. Das ist halt ein 800-Euro-Stuhl. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt nicht. Aber du hast dann hier so eine Rückenkissen und du kannst sogar die Beine hochmachen. Shut up and take my money! Entschuldigung, dass ich immer noch zu wenig verdiene, dass ich dir keinen 800-Euro-Stuhl kaufen kann. Es tut mir so leid. Und das mit meinen ganzen Corona-Prämien. Das finde ich wirklich unter aller Sau. Aber gut, jetzt fass doch mal die Geschichte von God of War zusammen. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, null. Ich weiß noch nicht mal genau, wo ich bin oder wie ich hingekommen bin. Das ist nur noch so vage. Ich bin im Feenreich oder so? Ja. Okay, dann habe ich mir irgendwas gemerkt. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, wo ich jetzt hin muss. Wirklich nicht. Naja, eventuell könnte der Junge und die leuchtenden Sachen da hinten dich drauf hinweisen. Ach so. Okay. Ach so, ich kann hier einfach runter. Und wo ist der Junge? Da. Ach, hier war ich doch in dem Schiff, oder? Hier haben wir letztes Mal aufgehört. Was muss ich... Wie, oh Gott! Gegen die Steuerung! Ich weiß nur, wenn man eine Axt schlägt. Naja, wir haben ja gesehen, wie kompliziert für die Steuerung ist, wenn du nur 3 Buttons drücken musst. Okay. Okay. Ich
Es ist immer noch nicht das, was ich will. Darf ich mich kurz in die Steuerung einarbeiten? Ja, bitte. Sagen? Ja. Danke. So. Das ist einfacher Schlag. Was hast du jetzt gedrückt? Ne? Das ist schwerer Schlag. Ja, 1 und 2, okay, ja. Du kannst den auch lange drücken. So, wenn du R1 hältst beim Schlagen, macht er das. Okay. Aber R1 und was gedrückt halten? R1, der ja. Hier. Kannst du anhauen. Ja, oder halt länger oder drücken. Du drückst ihn länger, dann macht er das. Okay, gut. Und wenn du kannst auch R2 andrücken, ne? Mhm. Oder du hältst es. Okay. So, das ist anvisieren, L2. Dann kannst du die Axt werfen. Und wie kam die zurück? Warte, da muss ich auch warten. Dreieck. Auf 3 kommt sie dazu. Okay. Und ich wollte das Ding anvisieren und dann schießen. Probier das mal bitte. Ja, warte. Ich glaube, du bist ein bisschen mehr zur Seite. Ach, scheiße, da war was. Wir genau, müssen alle drei pflanzen. Kleines Rätsel. Ah, okay. So. Ah, okay. Genau, dann... X war ausweichen, wie du siehst. Ja. Ich glaube, einer der R-Tasten, also einer hier drauf drücken, auf die dritten Tasten, ja. War dann anvisieren. Das könnte ich jetzt aber gerade nicht sagen. Okay. Quadrat ist Pfeil und Bogen von deinem Sohn. Ja. Ne? So. Jetzt verschießt mir hier nicht meine ganzen Pfeile. Ich habe nur 3. Der kann immer schnell maximal 3 schießen. Ach so. Ah, okay. Genau. Und dann gibt es noch so Special Moves, Zauber Moves. Was hast du denn jetzt gedrückt? Ich hab einen Zauber Move gedrückt. Wenn du das Schild hochhältst, das ist halt das Schild. Ne? Dann kannst du dann tick-tack nicht getroffen werden. Und dann kannst du entweder R1 drücken oder R2, dann macht er so einen Special Move. Oder O. Soll ich das auch noch drücken? Nee. Ist schön. Danke. So, es geht weiter. Ich habe letztes Mal schon festgestellt, dass ich mich in letzter Zeit ziemlich viel mit den nordischen Göttern befasst habe. Mehr unbewusst. Wie kann ich das jetzt hier? Ich glaube, damit kannst du gar nichts machen. Aber kannst du darüber klettern? Wie springe ich denn? Mach Quadrat oder so. Oder O. Nee, dann. Nee, dann geht's da nicht hoch. So. Dann das Boot, was wir gerade eben freigeräumt haben. Ja. Ich guck nur eben hier, ob nachher noch irgendwas ist. Folge mir, Atreus. Da ist doch der Schmied, ne? Ja, da waren wir aber schon. Danach hatten wir abgespeichert. Ah, okay. Das Boot hatten wir schon mal befreit. Ich hab mich wieder dran erinnert. Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Ach ja. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Für dich zur Info, Alfheim Malekith. Der Dunkelelf, Gegner von Thor. Mhm. Daran ist das jetzt gerade die Welt. Ja, weiter. Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts.
Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Man will dem Jungen ja nicht reinreden. Nein, aber warum habe ich mich in letzter Zeit viel mit den Göttern beschäftigt? Ich wusste, dass wir jetzt God of War weiterspielen. Dann habe ich am Wochenende, es ist... Du musst doch nur nach vorne drücken. Dann habe ich am Wochenende jetzt gerade die erste Staffel von Record of Ragnarok geguckt, wo auch relativ viel mit Sieh den mal, nordischen Göttern zu tun hat. Nein. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf, also gehen Sie uns nichts an. Aber Sie gehen uns nichts an. Du machst es einem ja schon schwer, das nicht lustig zu finden. Dann noch bin ich hier gerade nebenbei noch dabei, Assassin's Creed Valhalla zu spielen, wo ich übrigens gerade in Asgard bin, um mal einen leichten Spoiler zu äußern, also da auch wieder die nordische Mythologie. Jetzt höre ich dich übrigens wieder über die Kopfhörer nicht. Hä? Ich höre dich jetzt gerade übrigens über die Kopfhörer nicht. Da nicht? Nicht bewusst. Hörst du mich jetzt? Nein. Hörst ich höre das jetzt? Spiel, aber dich nicht. Bisschen besser. Ja, dann muss das jetzt mal so bleiben. Das stimmt, da wollte ich mich mal noch in Ruhe dran setzen. Ich glaube, du kannst hier entlang. Nee, jetzt ist hier ein O. Dann nicht. Dann ist das so eine Rundfahrt wie in Disneyland. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man viele Sachen und die Leute sehen. Juppidu! Everywhere. Das muss der Ringtempel sein. Guck, da war ein O. In Alfheim kennt man auch Sunshine. Soll ich lesen? Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Runen. Blut. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Aber wenn du die Antwort schon hast. Naja, du musst jetzt Blut da reinschütten. Kann das sich nicht schnallen? Ich wollte gerade sagen, du hast ja so ein Kit, was du so halbwegs aufmachen kannst. Alter. Was denn, der Junge ist manchmal ein wenig nervös. Mal gucken, ob ich da anlangen kann. Du lenkst nicht mit der Kamera, du lenkst wirklich mit dem anderen Stick. Traurig, der Streit zwischen den Alten. Alfheim ist kann ich da drüber? Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Nee. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren. Ich glaube, das kannst du auch manchmal nie zurück. Du was kann ich aufsammeln? Du hast in Kriegen gekämpft. Nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben das oder Gewinn. Kannst du eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Ich kann nicht schlagen, während ich im Boot sitze. Geht nicht. Sicher nicht? Ja, gib's mir doch mal. Ich hab gerade auf alles gedrückt, er hätte was tun müssen. Ja, das ist doch gut. Ich will mal kurz gucken, warum du so Probleme hast, oder? Warum bin ich kein Architekt geworden? Das ist dasselbe Problem, warum ich kein Architekt geworden bin. Ah, jetzt kann ich dran gehen. Danke. Oh. Und jetzt? Wie sehe ich nochmal an? Ah, so. Wo ist meine Axt? Nein.
Hab ich sie? Ja. Das ging doch. So. Die musst du erst freischalten. So, warte, wie ging das denn? Nee, was hast du denn gedrückt? Achso, da. Das geht zu schnell. Dreieck. Sind das nun die... Ach, das ist auch noch eins. Aber ich krieg die drei, glaube ich, nicht. Darf ich es probieren? Auf einmal. Höchstens die zwei. Ja, ja, du musst die zwei auf einmal und dann das eine wahrscheinlich. Kann ich hier rüberhüpfen? Wenn dann nur einmal rumlaufen, das weiß ich nicht, ob das geht. Nee, ich glaube, ich habe die Lösung. Ach, verdammt. Es ist so, wenn du diesen Knopf gewöhnt bist, um was aufzusammeln. Okay. Du kommst auch noch nicht mal rum. Rum. Meine Frage ist, ob der klettern kann. Ich glaube nicht. Also nicht. Da oben ist noch eine Kiste. Wo? Da. Da. Ach, da oben. Da. Also, da musst du dann wirklich von der anderen Seite ran. Ja. Ja, weil der Plan ist, eigentlich musst du nur auf die andere Seite gehen. Ja, aber... Ne? Hier hin und du wirfst dir deine Axt hier zurück. Ja, weil wenn der... Du musst ja aber, glaube ich, nur musst du den Boot dahin. Das ist aber ein Riesen. Das kann nicht richtig sein. Das ist wirklich ein Risiko. Da kommst du Interessant. Sindri sagte, das kann nicht richtig sein. Da oben. Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet. Und nur sie überlebte. Sie wurde zur Kriegerin. Ihr Krieg war das Überleben. Sich also Jens ist kaum zu hören. Wegzustellen. Wir machen ein anderer Mal weiter. Warte. Ich dreh mich auch mal lauter. Besser? Besser? Hören, hören. Ah! Test. Hören. Jetzt was besser? Ja, ne? Denke ich mal. Danke. Alter. Nicht du. Die Dinger hier. Weil ich Alter gesagt habe und ich wollte jetzt nicht, dass du dich angesprochen fühlst. Wo ist es denn? Da oben ist was du kaputt machen musst. Was? Wo ist was? Da. Perfekt. So. So, die Viecher sind jetzt hier weg. Ich wollte nämlich eigentlich wohin, aber da komme ich auch nicht hin. Sehe ich gerade. Ich wollte wohin. Sag mal, du nuschelst auch gerade so vor dich hin, oder? Ja. Ja, aber das ist für einen Stream sehr unvorteilhaft, wollte ich dir mal gesagt haben. So. Jetzt versuche ich uns nochmal ein ganzes Ticken lauter zu drehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. So. Ich hab doch hier was. Ah, siehst du da, ich will den Raben, aber den muss ich... Genau so. Wenn das so aufleuchtet, hast du es quasi. Höher. Ah, super. Oh ja, Gott.
Das hatte ich nämlich gesehen. Aber... Odins Auge. Okay, gut. Also, zurück zur Tatsache. Was war denn hier hin? Waren wir hier schon? Was ist denn jetzt los? Das ist auch nicht so nah, das ist auch nicht so weit. Dann atme ich wieder rein. Ja, aber du, an deinem Auge bringt es dir nichts. Hörst du das? Das ist das Problem. So, das, da komme ich jetzt nicht weiter. Ich hasse sowas. Ich weiß wieder, warum ich das nicht spielen will. Ja, flüster noch besser. Ich weiß wieder, warum ich... Das hat jeder gehört. Ich komme nicht da hoch. Ne? Vielleicht bist du hier gerade nicht richtig. Ja, das sowieso wahrscheinlich nicht. Also gut, wenn, ich muss da eigentlich dahin, wo dieses Handding mir zeigt, ne? Quasi, hallo? Glaube ich, ja. Das wäre so hier. Also, oben auf dem Kompass siehst du dieses Viereck mit den zwei Pfeilen. Das ist die Mitte. Und weise genug, Gutes zu tun. Sie macht es sich zur Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Du lenkst nicht mit dem Kamerastick. Nein, aber ich muss ja, ich will wissen, wohin ich, ob ich hier an Land muss. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Auf die Rübe, links, rechts. Ja, den letzten, den Einschlag, den du getroffen hast, der war doch gut. Ja, ich habe das extra, ich habe ein extra Ding gemacht. Also ich habe mir Hilfe. Ja, dafür sind die geholt. Ja da. Die kannst du ruhig benutzen. Ja. Die sind halt nur, dass man die ja aufladen muss. So, bin ich jetzt hier richtig, wo ich, das, der Fußabdruck hier ist weg? Ja, das war der nächste Punkt, okay, wo du hin gut, musstest. Dann. Jetzt stell dich nicht so, du hast nicht das erste Mal jetzt ein Spiel gespielt. Aha. Okay. Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Das aus der Nähe zu machen, aus der Entfernung ist ein bisschen doof. Nein, aber ich muss noch erstmal gucken, was ist. Was ist denn jetzt hier? Man kann ja auch nicht reinspringen. Ich wollte da reingucken, ja, aber wenn er das nicht macht. Du musst doch nicht leise vor dich hin nuscheln. Ich nuschel gar nicht. Man versteht mich im Gegensatz dir sehr gut, weil wenn ich nuschel, rede ich in einer normalen Lautstärke. Nein, du nuschelst wirklich vor dich hin. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Wetten wir nicht. Du bist gerade nicht so unterhaltsam, wie du denkst. Hier komme ich auch nicht runter. Nicht, dieses Nicht-Klettern-Können macht mich wahnsinnig. Und hier kann ich jetzt kannst auch kannst du noch mal machen? Kurz auf das Wasser gucken? Ja, ah, okay. Natürlich. Du müsstest auf der anderen Seite eventuell auch so ein Rollrädchen haben. Ja, habe ich. Ah, da. Hast du eins. Habe ich nicht. Das habe ich eigentlich gesucht.
So, und... Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Ah, okay, wir müssen jetzt zurück. Also das Spiel würde ich jetzt nicht vor den größten Herausforderungen setzen. Was ist was? Was will er? Weiß ich nicht. Wo war die Sandschale? Wo war sie denn? Ja, geradeaus. Guck doch mal auf den Kompass oben. Die war doch nicht so weit weg. Da. Kennst du noch jemanden, der Stimmen gehört hat? Ich kannte verzweifelte Seeleute, die, als uns die Vorräte ausgingen, ihren Durst mit Meerwasser stillten. Sie schworen, dass die Sirenen, boshafte Kreaturen, die von Inseln aus zu ihnen sangen, ihre Frauen und Töchter seien. Vater, die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Schön, wie die einfach ihren Dialog unterbrechen, ne? Mhm. Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge. Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Pubertät. Lücken. Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Hallo, Rübe. Endlich, God of War. Ich wollte dich nicht enttäuschen. Das ist alles nur für dich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Ach nee. Achso, der hat gerade vibriert, also. Als du runtergefahren bist, das hat man Ding gemerkt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Malekith. Das kann ich gut sagen. Du weißt, dass du noch einen Berserk-Modus hast, ne? Ja, aber ich weiß immer wieder gegen. R3 und L3 zusammen. Was? Was zusammen? Ist egal, mach weiter. Nee, jetzt sag doch mal. R3 und L3 zusammen. Die beiden Analogsticks drücken. Sind sie jetzt alle weg? Ich glaube nicht ganz. Wenn du in eine andere Ecke gehst, dann kommen die wieder. Das Grüne zum Beispiel ist Heilung. So. Habe ich den jetzt alles aufgesammelt? Ist zumindest jetzt wieder dieser Kampf-Ding raus. Und mit Rikas Genuschel beenden wir diese Folge und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dann. Tschüss.